Repair. Das hier, ja. Habe ich wieder Rüstung. Schild ist auch da. Geil, Mann. Ich will das Ding bauen, dass ich den noch ins Flammen werfe. Aber erst muss ich den Typen mal rausholen. Ich möchte mal sehen, was der macht hier. Oder wir pennen erstmal, weil alle pennen. Ich auch pennen. Gute Nacht! Eine Anlage zum Zerkleinern und Umwandeln von Stein und Holz, um das Wasser da zu drehen, benötigt einen Pall, der Gießen beherrscht. Holzfällenlager. Im Holzfällen auskennen. Ja, macht ja da eine, glaube ich. Na, hier kurz ins Verwalten gehen. Ach, der ist hier. Wir haben genug von den Eiern in dem Teil. Also, hier erst einmal. Wir lassen mal den da hinten ins Lager. Jo. Und wir lassen mal den Nightwing hier raus. Oha, hi. Krass, Mann. Anheben. Na klar. Und weg. Was macht er denn eigentlich? Was hat er da vor? Geiles Ding, Mann. Und der einzige mit dem richtigen Namen. Was ist denn mit dem Ding? Mit dem, Yo! Oha! Ein Holzfäller. Und wie kann ich denn auch sowas reiten? Danke. Nice. Der ist so hübsches Ding, ey. Das Stück kann als Reittier benutzt werden. Krasses Teil, Mann. Boah. Ausdauer. Wahnsinn. Boah, heftig. Was hier, also, what the fuck, Mann. Nie sowas gesehen hier. Ultra. Ultra schmultra kultra. Und so wird Gleiter. Hui. Das ist krass hier, wenn du, weil du stirbst, dann schnell zum Loot, bevor sich jemand anders bedient. Aha. Okay. Nett. Die Lautstärke vom Steinding ist schon sehr laut hier. Aber warte, müssen wir noch mal kurz nachlesen. Der hier. Sammeln. Kann als Flugzeug benutzt werden? Sammeln. Level 2. Irgendwelche Beute Leder. Das schleppt neugeborene Pals in sein Nest und zieht sie dort auf. Wenn die Zeit reif ist, werden sie gefressen. Also hat es keinen so einen krassen Mehrwert eigentlich, oder? Also das heißt Mehrwert im Lager. Er sammelt halt. Tut er die Sachen einsammeln? Es sind ja viele Sachen, die liegen am Boden. Haben wir eigentlich erst hier drin? Bin ja noch. Die tun sich hier eh bedienen, aber die essen doch nicht ihre eigenen Eier, oder? Sollte nicht jemand hier besamen? Also säen. Dann überlassen Sie mir das Samen bespritzen. Ja, alles klar, ich verstehe. Wird gemacht. Heftig, Alter. Bin fasziniert von den ganzen Tieren hier. Das ist ein halbes Ark, nur mit Nicht-Dinos. Obwohl es auch Dinos gibt, habe ich gesehen. Hammer. Hammer. Ich weiß nicht, ob das so viel mit Pokémon zu tun hat. Helfen die auch im Lager und sowas?
Keine Ahnung, ey. Also. Keine Ahnung, man meint es halt einfach Pokémon, fertig. Das ist Wahnsinn. Krass, Mann. Weitermachen hier. Glaubt ihr, dass man das alles nicht so checkt, bevor man es nicht selber macht? So, ja, wir tun die Bären zu dem hin. Der mit seinem Kopf hauen, ey, das ist, da macht's, da bist ja wild hier. Bist ja wahnsinnig. So, Martin, ich will doch ein bisschen was essen. So. Ja, behalten wir dann. Also, ich bin so fasziniert von der Welt hier. Also, ich habe gemeint, eher so wie Siedler und Factorio mit Survival gemixt gerade. Ihr habt noch nie irgendwas mit Pokémon zu tun gehabt, aber das mit den Pokébällen verstehe ich, das hatten wir aber auch in Ark. Das hatten wir ja auch in Ark, dass wir Pokébälle haben. Um die so einzufangen, die Dinos. Wollte was bauen, hier. Zerkleinerer. Von Stein und Holz, um das Wasserrad zu drehen, benötigt ein Paul, der Gießen beherrscht. Und das Wasserrad zu drehen, okay, okay. Müssen wir hier raus hin. Also, kranke Scheiße. Also als ich bei Streams so vorbeigeschaut habe und so ein bisschen Preview geguckt habe, ich hatte ja schon Tage vorher Zugang, fand ich so strange beim Zuschauen, aber das ist geil so zu erleben. Das ist ultra geil so zu erleben. Du baust deine Basis und die helfen dir. Einfach. Die farmen, die sammeln, die legen Eier. Rezept wählen. Aus Holz gewonnene Fasern werden unter anderem als Material zur Erstellung von Bögen verwendet. Okay, da tust du aus Stein das machen, oder was? Aus 10 Steinen machst du das. Okay, schau mal. Das ist hier gewachsen und jetzt holt er das. Und trägt es einfach dahin. Kannst du nicht ausdenken, wie krasse Scheiße, Mann. Steinbruch Holzfäller Lager. Wahnsinn. Holz und Palladium. Ne, Holz habe ich doch, oder? Doch, doch, Holz und Palladium. Okay, hat der. Der Typ, der jetzt immer Holz holt. Wo ist denn der? Der Dir. Jo, da ist noch ein neues Teil. Ich kenne das gar nicht. Da, Daydream. Ich habe das DeLorean sagen wollen. Da hinten böse auf mich. Oh. Auch mitkommen. Keine Pfeile mehr, help! Jetzt komm, komm, komm. Don't wehren Sie sich. Komm, 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 komm. Das ist echt wie Ark. Also es ist echt wie Ark, nur mit Dinos. Also nur ohne Dinos. Jeder hat andere Fähigkeiten hier. Das ist ja... Okay, was haben wir denn mit dem? Wir haben den neu. Der ist immer so laut hier.
Den hier, Shadow, geil, Mann. Daydream. Wenn dieser Pal im Team ist, erscheint in deiner Nähe. Erscheint er in deiner Nähe und gibt mit dir magischen Geschossen Schutzhilfe. Handwerk, Transport, Giftdrüse. Yo! Dann holen wir den ins Team. Das also Mischung aus Siedler, Ark, Factorio wegen den ganzen Produktionsdinger da. Survival, was ist denn hier noch alles? Ist wild. Also besonders Ark eigentlich. Nur die Dinos haben halt nicht so direkt geholfen. Der ist ziemlich verbuggt immer hier, der Typ. Was ist mit dem? Eingebildet ist der, lul. Arbeitsstatus, Freizeit. Ja, na klar. Nimm dir die Zeit ruhig. Alles gut. Nimm sie dir. Passt. Anstatt du Holz sammelst, muss ich sie jetzt machen wieder. Warte, stopp. Der Typ, wo ist mein Verwaltungsding da? Hier. Ich habe so ein Ding im Team. Ich habe einen Fuchs, ich habe einen Feuerschuss, Schlammschuss. Für Romane, na klar. Ich will eigentlich den im Team haben. Was war mit dem nochmal? Holzfäller-Assistent. Komm, wir tun den mal ins Ding. Also das Schaf ist jetzt fast egal. Der kloppt weiter Steine. Ich möchte den Daydream, der macht eh nichts. Dann tue ich den Typen hier. Holzfäller-Assistent. Moin. Das Schaf haben wir genug eins. Da tun wir den... Den tun wir hier hin. Wer tun wir dann noch hier hin? Was macht der? Der tut anscheinend sehen hier, geil. Das, was ich gemacht habe, jetzt muss ich das nicht mehr selber machen. Der andere schleppt Eier. Der eine tut das sehen. Ultra. Okay. Der ist noch in Freizeit. Gut. Gönn dir. Creamy ist auch neu. Der tut... Was macht er denn? Luftkanone. Ja, was macht er denn jetzt? Ja, der gibt auch Stoff, gell? Der gibt auch Wolle und so ein Scheiß. Yo, was ist hier alles? Der andere hat gefarmt hier einfach. Also der hat einen grünen Daumen. Das schaut aus wie so ein Slimy. Der andere boxt da hinten die ganze Zeit Steine. Alle Psychos, Mann. Alle Psychos, sage ich euch. Prank. Wahnsinn. Oh, Entschuldigung. So, was brauche ich jetzt hier? Noch Holz. Okay, war zu wenig Holz. Oh, ich schleppe zu viel mit. Was habe ich denn so schwer hier? Sind die Eier zu schwer, oder was? Füttern wir die mal alle mit Eier. Hm, 39. Also man kann hier sortieren irgendwie. Sortieren nach wichtiges Objekt. Wie kann ich wichtiges Objekt deklarieren? Egal, ist zumindest sortiert irgendwie. 84 Kilo Holz. Ich brauche trotzdem noch Holz oder was? Ja. Holzverlager brauche ich auch Holz. Zerkleiner haben wir schon. Der ist hier. Holzverlager will ich jetzt bauen. ...28 von 50. Muss aber noch mehr Sachen irgendwie da lassen.
Erz brauche ich bis jetzt gar nicht. Wolle 59 Kilo? Wow. Wir machen mal ein bisschen hier noch Stoff. Foxparks Geschirr. Feuerdrüse. Geil. Ich brauche das. Ich muss noch mehr von denen killen. Ich muss nur noch mehr von der Bruder killen. Sorry. So, ich habe auch keine Pfeile mehr, fällt mir auf. Stimmt, Pfeile habe ich keine mehr. Muss noch von denen ein paar machen. Wenn ich das so jetzt mache, hold on. Primitive Werkbank. Hier. Wieso wird denn das fertig? Automatisch. Das ist ja, warte, bleib gleich hier, Digga. Jetzt kannst du ja noch eine bauen. Wie krass, Mann, wie krass. Jetzt kommt er wieder. Schau, 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 schau. Das ist so geil. Das Schaf auch. Guck, 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 das Schaf. Das ist ja Wahnsinn. Also, ultra geil. Immer 24 Pfeile bauen. Hier wollte ich Pocket-Dinger bauen, da brauche ich wieder Holz. Aber die können... Ich brauche jemanden, der Pfeile baut. Normalerweise machen die das ja jetzt. Ich hole noch ein bisschen Holz. Ist der Typ immer noch im Urlaub oder was? Ja, eingebildet. Diese Fähigkeit. Ich wollte eigentlich Stoff loswerden. Deswegen habe ich jetzt mehrere gebaut, damit hier Stoff gebaut wird irgendwie. Und dann kann ich hier Stoff reintun, der Rest. Habe ich gar nicht mehr. 18 Kilo Leder. Horn. Den ganzen Stoff verbraucht hier oder was? Warum? Hilft doch hier. Okay, macht niemand mehr jetzt was, okay? Hilft doch mit. Es hilft jetzt keinem mehr mit, Lol. Ah, kannst du sogar einen Feuerbogen bauen. Und dann Feuerpfeile habe ich. Aber ich jedes Mal eine Feuerdrüse. Ich will aber erstmal das Geschirr haben. Holz brauche ich, okay. Also das scheiß Lagerfeuer ist ja draußen so gefährlich, dass alle da durchlaufen. Ich muss das mal hier woanders hin tun. Das ist ja wild. Das ist ja wild mit dem Lagerfeuer. Okay, jetzt baut der andere. Mal Lagerfeuer so, ja nicht genau neben das Bett, aber so ein bisschen dahin. Geht das so? Oh, schau mal. Ein Tier. Schön gegrillt hier. Lecker, schmecker. Schön in der Pfanne. Wie krass. Wie krass, Alter. Mein Char Hunger? Kann er das essen? Zwei Kilo. Hat immer Hunger irgendwie gefühlt. Also die machen hier hauptsächlich. Der macht jetzt Stoff. Das sind die einzigen, die helfen. Finde ich. Das sind die einzigen, die helfen. Was macht denn das Schaf und das die Eddich? Ich muss wieder die holen. Das sind die einzigen, die helfen. Dass das Schaf jemand noch 20 Kilo Wolle hinlegt, also brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hungrig.
Der ist ja, der macht ja auch nichts mehr, der Typ. Der faule Hund macht ja auch nichts mehr. Will das die anderen? Der hat schon Stoff gemacht. Ja, schau jetzt, okay. Jetzt kommt der dahin. Okay. Pfeile machen wir da. Schön. Okay, die arbeiten zumindest. Die arbeiten zumindest. Ist doch mal nervig, wenn sie die Steine kloppen. Vom Geräusch her, aber die arbeiten zumindest. Gute Nacht. Gute Nächtle. Ja, hoffentlich hast du die Nacht hier durchge auch mal durchmachen, die Nacht, oder? Auch mal dem Cutter sagen, sie durchmachen, die Nacht. Na klar. So, Gegenstände reparieren. Holz. Okay, mir fehlt immer noch Holz. Wo ist denn der Dier? Der war am Anfang so geil, hat alles kaputt gemacht. Aber der macht nichts mehr, der Sack. Der macht nichts mehr. Dann tun wir den zu uns hin. Dann gebe ich gleich ein bisschen Essen. Was machen diese Schattenviecher? Nichts, gell? Doch, irgendwas machen die. The fuck, wo geht denn der hin? Was macht der? Okay, die sammeln auch fleißig Holz. Macht er? Hallo? Weiß nicht. Der sammelt auch Holz, schau mal. Ja, gut. Der pflanzt an, der andere sammelt Holz. Holz haben wir hier ein bisschen, aber reicht nicht. Braucht dieses Teil hier. Die anderen ackern da drin. Da. Okay. Unbedingt noch Ausdauer. Wir brauchen vielleicht mehr von diesen Hörschen da. Ich brauche mehr von den Hörschen. Ja, Wahnsinn. So, weiter. Gefällt mir alles besser als das, was ich mal gespielt habe. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es war auch so bunt. Und es hieß, dass die Server in der Beta auch gelöscht werden, sondern wenn die Vollversion rauskommt, muss man nochmal neu anfangen. Hatte ich ein bisschen gespielt, weil ich hatte halt keinen Bock, nochmal einen neuen zu fangen. Beim besten Willen keine Ahnung mehr, wie das hieß. Holzfäller. Viel mehr Holz, Mann. Oh, was zum Teufel? Ich kann hochklettern. Okay, die basteln da weiter. Hier ist ja Holz. Steine weg. Das weg. Phase war jetzt auch nicht direkt. Giftdrüse. Von Giftpfeilen. Okay. Feuerdrüse ist für Feuerdinge. Samen brauche ich jetzt auch nicht. Das Ei hält noch ein paar Sekunden. Warte, kann ich das direkt ins Teil tun? Hier. Das Ei geht sonst kaputt. Ich muss mal das Fleisch eingrillen hier, gar kein Problem. Okay. Rest können die anderen machen. Gut, haben wir das? Ja, jetzt gehen wir halt ein bisschen Holzfarmen, ne? Okay, der sammelt und schleppt schön, das passt. Der hier legt Wolle.
Der legt Wolle. Aber der Hirsch hat eigentlich gut hier an Holz gefahren, war krass. Ausdauer, ja. Wollt ihr noch mal eine Chance geben, Hirsch? Ich hab den jetzt in meinem Team direkt drin. Da macht er ja nichts. Was ist denn hier mal aus? Einfach auch tagsüber mal laufen lassen. 41 Stoff produziert hat der Ander, geil. Ich glaube, dadurch leveln sie auch. Und ich bin nicht sicher, das Level von denen kann nur so hoch wie meins sein. Aber der Flieger und der Hirsch waren höher. Aber da war es, glaube ich, so ein X oder so. Vielleicht zählt es nur als das Level. Was macht er? Achso, er hat gedacht, er musste was einsammeln. Kann ich bauen, Holzlager. Hier sind die ganzen Teile. Holzfällerdings. Oh, okay. Warum doch daneben? Ist ja egal, komm. Müssen dann mit der Wegführung das schon schaffen. Jetzt kommen die schon an. Ja, oha! Was macht er? Der hat keinen Bock. Ach, der macht Päuschen. Na klar. Der macht ein Päuschen. Super. Beste? Komm, ich mach mit, paar Sekunden. Bin ja nett. Ist halt für die wieder was zu malochen hier. ...9.999? Halten, arbeiten. Wie? Eins. Überfall. Überfall, Mädels. Die Dinger müssen raus hier, meine Teile. Und hier geht los. Es kommt wieder eine Ringlänge. Habe ich genug Pfeile? 20. Die haben ja noch mehr gemacht. Werden angegriffen. Gehabt. Let's go. Andere Ringlinge kommen. Ich sehe sie da oben. Was sind das für welche? Hockebälle 8. Ich gehe mal kurz entgegen. Kann ich die auch dann... Team? Jo, die schießen schon. Oh, hoch. Let's go, Team. Jo, wie die alle... das... Sind die ganzen Angreifer. Okay, krass. Gut abgewehrt und den habe ich nicht fangen können. Super. Okay. Ja, dann zurück an die Arbeit. So, ja, chillt mal. Es sind noch keine Angreifer mehr. Welche Randoms da. Zurück an die Arbeit, Boys. Zurück an die Arbeit. Den habe ich das jetzt rausgeholt. Wie ist es eigentlich? Hier. Jetzt mal auf, hier zu töten. Reicht wieder. Okay, der Dier ist aber auch hier hingegangen. Erhalten. Man kann jetzt hier vor Ort arbeiten, oder? Wie Holz fällen die ganze Zeit, oder was?
Verstehe. Okay, geil. Und der, wenn ich jetzt den Hirsch das machen lasse. Stopp, ich. Ja, falsche Taste, sorry. So. Der muss gar nicht hier drin sein. Ich muss ihn nur deployen, dann hilft er trotzdem mit. Okay, das ist wild. Dann. Nein, nicht. So. Kann ich nur einen? Nee, oder? Ach, ich kann nur einen als Begleiter haben, oder was? Dann kann ich mir aussuchen, welchen. Und dann fliegen ist gesperrt. Nimm aber jetzt trotzdem den Holzfuzzi. Ne, falsch. Drei, den da. Okay, Steinbruch. Steinbruch. Yo, Bruch. Steinbruch ist, wo? Habe ich den vielleicht noch nicht gelernt? Habe ich keine Punkte investiert? Warte. Steinbruch. Kleinerer Giftbogen. Bin mir nicht sicher, ob ich Steinbruch schon. Dieses. Dass sie dauernd gegen Steine rennen, ist halt schon ein bisschen heftig. Aber wenn ich jetzt Steinbruch habe und Holzding, sind die ganze Zeit dann hier, habe ich unendlich Materialien oder was? Nehmen. Ja, anscheinend. Das ist so heftig. Das ist alles so viel. Was ist es mit dem Upgrade? Was macht er überhaupt hier? So, Stoff ist auch fertig. Falsche Taste! Ach Mann! Geh wieder hin, mal lochen hier. Wir gönnen uns mal die Geule hier, lecker! Die haben auch Hunger. Geben wir hier mal, der hat auch Hunger. Der hat Hunger. Der hier, wie viel Hunger hat denn der, ey? Schießpulver wird beim Herstellung von Kugeln als. Ich hab Schieß. Wo hab ich denn das her? Auf jeden Fall habe ich da die beim Paldex habe ich diese anderen Typen gesehen, die mich angegriffen haben. Die Toko. Toko, let's go, geil, Mann. Loko Toko. Brauch halt. Also ich kann immer nur einen an meiner Seite kämpfen lassen, kann aber ein Team von 5 dabei haben. Und kann mit 1 und 3 durchschalten anscheinend. Hey, ich finde das so OP. Das ist wie so bei Siedler so ein Sägewerk. Der hat die ganze Zeit Holz. So. Das ist halt anders krass. Achso, ich wollte schon wegen Skillen hier bei den Paldingern da. Das habe ich draußen gelassen. Das Teil. Ach, das ist die Statue da. Statue der Kraft hier hinten. Das Teil ist das. Eigene Fähigkeiten verbessern. Paul Fähigkeiten verstärken. Opfere Palseelen, um die Werte deines Pals zu verbessern. Wie kann ich Palseelen opfern? Opfern heißt für mich irgendwie Tod oder was? Ich
kann ich jemand opfern. Verschieben Details vorherige Box, nächste Box. F. Handwerk, Farmarbeit, Transport. Wolle. Kann als Schild. Kann auch für viele als Schild ausgerüstet werden. Setze es auf eine Viehfarm. Und Wolle, genau, aber Schild ausgerüstet? Schwer verletzt. Hat schwere Verletzungen. Die Statuswerte sind zeitweise stark gesenkt. Peppele ihn schnell wieder auf. Wie mache ich das? Mehr Muskeln als Verstand. Wie ist das mit der Spritze? Ich hab doch hier eine Spritze gelernt, oder? Oder habe ich... Nee, das habe ich nur in dem... Guide gesehen, ne? Survival Guide wollte ich ja nicht sagen. Survival. Survival Guide. Aber Spritze war hier noch nicht. Natürlich direkt spritzen. So. Steinlager bauen. Geht doch nicht. Ich muss noch leveln. Okay, wir suchen uns noch ein paar zum Zähmen. Oh. So, der kommt natürlich mit, klar. Oh, der ist ja mein aktueller Begleiter. Suchen uns irgendwas Krasses. Und wann kann ich dich denn reiten als... Chill! Mal streicheln hier. Chill doch mal. Denselben Gegner angreifen. Stopp, 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 stopp. Nur wenn ich angreife. Greif nicht immer alles an. Ist ja voll der Aggro-Typ hier. Stopp, 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 stopp. Ah, hier ist was Neues. Da ist ein Melpacker oder was? Das ist Alpaka oder was? Level 9. Halspferde. Ich wollte mir von denen noch welche herstellen. Gut, ich habe 7. Ich will den haben. Schau erst mal, was für Fähigkeiten der hat. Vielleicht schaffe ich es alleine. Macht nicht viel Schaden an dem. Oh mein Gott, die schießen ja alle so krass. Irgendwas. Und ich... Probier es einmal. Ich glaube nicht, aber ich kann in der Zeit anvisieren. Oha! Hat funktioniert. Aber einen neuen Bro. Okay, was hat denn der für ein Ding? Ich habe es nicht gerade gelesen hier. Dieser Alpaka da. Wo ist denn der? Totoko. Ja. Melpaka. Kann als Reiter genutzt werden? Setze es auf eine Viehfarm. Um, es ist Wolle. Also jeder macht mir irgendwie Wolle. Wolle, Leder. Der Flauschige scheint drücken und durch schneller tritt seine Hufe kann vor... Ja, das denke ich mir. Okay. Gut. Oh, da leuchtet was. Also eine Art Schrein war doch auch am Anfang. Oh, ich brauche so einen Fuchs, den muss ich töten. Hier, kommst du mal zur Hilfe kurz? Ich muss... Ich brauche diese Feuerteile da. Oha. Das ist heftig, der Typ. Okay. Was ist mit dem? Schnellreisen freischalten. Appreciate.
für Bälle habe ich noch? 6. Das ist was Böses oder was Gutes? Ja, hallo, wer bist denn du? Hey, Bär, yo, Bär, zum ersten Mal. Ich bin von außerhalb, na klar. Kein Problem hat er damit, aber wenn du schon hier gelandet bist, solltest du ein paar Pols fangen. Für die ersten 10 gefangenen Pols, eine spätestens bekommst du sogar mehr EP. Geil. Je mehr Pols ein Trainer fängt, desto besser wird er. Ach, bin ich ein Trainer? Hier, das kannst du haben, hau rein. Okay, danke. Vielen Dank. Das ist so krass, Tichi. Das ist so heftig. Das ist so eine Mischung aus Ark. Die Tiere arbeiten für dich. Siedler. Factorio. Also total verwirrend. Total verwirrend. Aber voll geil. Ich bin jetzt mal kurz auf Erkundungstour. Normal bin ich im Lager. Jeder macht was. Der fällt Holz. Der andere tut Steine kloppen. Die sammeln es ein. Der andere legt Eier, das Ding, das Wolle. Dann, wenn ich was baue, helfen die mit. Ultra geil, mit den Tieren zu interagieren. Hammer. Notiz eines anderen Abenteuers gefunden. Ich suche gerade neue. Ich habe jetzt schon ein paar. Weißt du, ob das in den Pokémon-Spielen auch so ist, dass die Tiere für dich arbeiten? Den habe ich jetzt mit. Der kämpft dann mit mir. Ich kann aber durchwechseln. Ich habe noch andere. Und schau gerade ein bisschen rum. Ich war bis jetzt zu Hause. Ich suche mir neu. Das ist so eine Art Alpaka hier. Und ich brauche noch so Feuerfüchse. Dann kann ich den Feuerfuchs als Flammenwerfer nutzen. Ich habe so ein Geschirr, habe ich dann gebaut. Also kann ich dann bauen. Ganz crazy. The fuck, Alter. Ist ganz wild. Steuerung ist auch gut. Musste mich kurz dran gewöhnen, aber ist sehr interaktiv. Gut gemacht. Bauen ist auch sehr einfach. War interessant. So Gleit habe ich mir auch schon gebaut. Meinst du, der hilft mir? Ich brauche nur noch so einen. Hey, dir. Ho, dir. Seine eigene Spezies zu fangen. Meinst du, der ist so nett? Die machen ganz schön Schaden, ey, die Viecher. Oh, 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 nicht der Boss da. Hab ihn. Yes! Oh, 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 Mammut kommt. Der ist 33, das geht noch nicht, das ist zu krass. Hallo, danke. Also mit dem Typ ist es schon geil, aber Leben hat er nicht mehr so viel. Ah, ich brauch so ein Feuerfuchs-Dings da noch. Also töten halt. Alter, ist der krass. Ich hab den gezähmt. Da war ich viel zu low. Mit dem legt er sich jetzt schon wieder an. Bitte mit einem seiner eigenen Art. Komm mal kurz ins Bällchen, mein Süßer. Sogar, also. Ich check, das ist so heftig. Es sind so viele Eindrücke gleichzeitig hier. Die machen mit, die helfen dir. Das ist Wahnsinn. Das ist wie mit den Dinos. Geh mal kurz nach Hause, wir gehen schlafen. Dann kann man hier auch. Die schlafen alle hier, Lul. Und dann kann man die Nacht über schlafen. Hammer, hier. Jeder macht hier was. Die legen hier Wolle.
Die pennen jetzt, wenn ich irgendwas anfange zu bauen, helfen die mit. Der tut die ganze Zeit Holz hier kloppen. Ich habe so ein Holzding. Ja, schau. Die hier rennen dauernd gegen Steine wie doof im Kopf. Und tun Steine abbauen und tragen sie dann auch hier in die... Ja, der geht schon mal, der geht spazieren. Er trägt die Sachen hier in die Kiste. Ja, anscheinend soll der Clone auch so ähnlich sein. Also erstmal noch nicht schlafen. In der Früh direkt ein Spiegelei essen. Ja, das sind halt moderne Helfer. Sehr geil, Arbeiter. Hier, Spiegelei. In der Früh, wer hat Hunger? Ich hab Hunger. Der hat auch Hunger. Da können wir das Fleisch hin tun zum Grillen. Zack, wird gegrillt. Und wenn ich irgendwas mache, kommen die und helfen sofort. Ich brauche Pokebälle, brauche ich neue. Hier. Mach ich mal. Ja, brauchen wir schon noch. Machen wir schon viele. Aber machen wir alle. Egal. Ich kann noch nachher sammeln. Hier. Jetzt muss ich halt hier F gedrückt halten. Dann tue ich ein bisschen welche bauen. Und normalerweise kommen jetzt andere und machen das. Schau, der kommt. Guck, der hilft einfach. Schau mal. Der hilft einfach. Jetzt hat er sich eine Pause gehört, der ist müde. Aber die kommen einfach und helfen. Macht der das auch, oder was? Ja, schau. Der hilft einfach. Jetzt muss ich das nicht machen. Jetzt gehe ich weg und der hilft. Ultra. Oder wenn ich was Neues hinstelle. Ich mache jetzt nochmal als Spaß, dass ich das kurz zeige. Das ist krass. Ich tue mal eine Holz... Ne, ich habe nicht genug Holz. Genau, wenn ich nicht genug Holz habe... Der Typ machte hier fleißig Holz, gehe ich hin, loote das Holz, zack, hab Holz. Habe ich auch erst seit jetzt gesehen. Der Typ ist eh langweilig, gehe ich jetzt hin, baue eine Kiste. Brauche eh noch genug Kisten. Und dann baut er die Kiste für mich. Ich kann sie auch bauen, aber warum soll ich das bauen, wenn er das machen kann? Da. Irgendeiner kommt jetzt und hilft. Ich kann, wenn ich jetzt gedrückt halte, hier baue ich sie, wisst ihr? Aber normalerweise kommt hier einer und hilft dann. Außer der ist jetzt hungrig, der andere. Schau, der hilft dann. Der ist auch hungrig jetzt, okay. Die müssen jetzt zum Essen. Normalerweise kommen sie dann zu dritt und helfen und bauen die Kiste alleine. Die machen es eh. Aber die haben jetzt Hunger. Die haben Hunger und essen, danach bauen sie es. Und der eine, den ich habe, der pflanzt hier an. Gut, anscheinend muss ich noch selbst gießen. Ich kann auch selbst anpflanzen, aber das macht der andere hier, der hier. Die Holztruhe hat er jetzt fertig gebaut, der andere. Das sind alles, Bros, Mann. Wahnsinn. Und es gibt ab und zu Angriffe. Von anderen Pauls und von irgendwelchen... Ich weiß nicht, was das waren, Jägern oder Räubern oder so. Warte mal, wenn ich jetzt den zweiten hole, ich habe ja noch so einen. Mal kurz das machen hier, ich habe ja noch so einen. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt, sondern wenn ich jetzt... Nee. Oh mein Gott, jetzt noch mehr. Ich hatte am Anfang, ich würde ja nicht sagen Holzprobleme, aber ich hatte nicht so viel Holz. Und schau dir die Psychos an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, was macht denn er hier? Der hat wieder, achso, ich muss mal den Hungertrog... Das Essensdruck in der Mitte stellen, das ist viel zu weit weg. Hier Futterdruck, ich baue mal 9. Stellen wir den mal hier in die Mitte oder so. Die gehen halt immer irgendwo hin, das ist zu weit weg. Ich habe es nur am Anfang so hingestellt da. Weiß gar nicht, wo ist denn die ungefähr die Mitte hier, oder? Dann sind sie zumindest dann einfach hier irgendwo. So, jetzt kommt der. Jetzt kommt, guck mal, wie geil. Kommen die alle, ja? Und ich kann auch mitmachen natürlich, weil ich bin ja... Aber ist schon fertig. Ultra, Mann.
Und die tun sich das Essen auch rein, was sie sammeln. Ich tue das nur mal wegmachen. Ziehe Rückbaumodus. Und du kriegst alle Mats wieder. Tue mal die Bären wieder rein. Dann können die dann essen. Sie nicht so weit gehen. Je nachdem, wo sie halt sind, müssen die trotzdem weit gehen. The fuck, das ist so krass mit diesem Holz. Ich kann ja auch mithelfen. Guck mal. Zack, zack, geht ja noch schneller, wenn ich mithelfe. Was zum Teufel? Achso, ich habe gelevelt. Warte. Wert erhöhen. Ich brauche Ölausdauer. Und ich muss, um weiterzukommen, muss ich was bauen? Ach, steht da. Steinbruch. Und dann ist das gleiche mit Steinen? Das wäre zu krass. Schau, 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 was der macht hier. Guck mal. Der sät hier. Ich gehe kaputt, Mann. Die sind so krass hier, was die alles machen. Oh mein Gott. Geschirr muss ich gleich herstellen. Tropische Yacht. Feuerdrüse. Stoffkleidung mit tropischer Machart. Damit lässt sich Hitze besser ertragen. Für die Herstellung primitive Werkbank benötigt. Stoffkleidung arktischer. Ja, okay, das ist dann für die Kälte. Klar, verstehe ich. Heiße Quelle. Pauls können sich darin entspannen und ihre Geige generieren. Ich muss ich da Hot Tub hier. Sandsack. Setze Pauls hier ein, um sie nach feinen Ausschau zu halten. Okay. Halsband für Daydream. Ermöglicht es Daydream, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und dir Schützenhilfe zu geben. Können die das eh nicht? Durchgehend? Hier, Sattel. Ermöglicht. Ja, ich kann auf dem reiten. Erstes Mount oder was? Das ist als erstes gebaut. Flammenwerfer und zum Reiten. Ja, ja, ich schlepp zu viel mit. Ich weiß, ich weiß. Oh, hier, die sind fertig gebaut. Danke. Schleppe ich noch mehr mit. Krass. Ja, 294 Kilo. Holz. Ja, na klar. Warum nicht? Wahnsinn. Hier. Alpaka-Sattel. Produktion beginnen. Das kommt einer. Steht schon da, dass einer kommt. Der da. Dauert ein bisschen. Und wenn ich jetzt auch noch Hand anlege, zack, let's go, dann geht's schneller. Wahnsinn. Wahnsinn. Hammer. Hammer. Danke. Ich habe eine Megasphäre, die Stärke. Eine größere Auswahl. Okay. Feuerpfeile kann ich auch. Und dann nehmen wir noch Feuerbogen. Ich will das Geschirr von dem anderen. Hier. Boxpacks Geschirr, damit ich Flammenwerfer habe. Da bin ich gespannt, wie das geht. Dieses Klopfen im Hintergrund ist halt schon etwas wild. Ding, habe ich das nicht gelernt hier? Ah, ich brauche zwei Punkte. Da, hier. Steinbruch. Let's go. Müsste hier sein. Hier. Haben die keine Steine? Haben sie keine von diesen komischen Dingern hergebracht? Doch, hier sind welche.
Hier sind welche, also sammle ich wieder alles ein. Und hier sind welche. Und hier sind ein paar. Jo, kann nicht mehr gehen, super. Okay, jetzt kommt ja noch Steinbruch her. So, kommt ihr? Meine Freunde, meine Tierchen, kommen die? Drei Stück müssten kommen, steht da oben, oder? Was mit dem? Mama, sehr geil. Wenn die jetzt da reingehen und die ganze Zeit hier Steine holen, dann habe ich auch unendlich Steine. Und das mit dem Guy da. Muss ich schauen. Ja, machen die wirklich, schau. Boah, zum Glück, dann ist dieses Geräusch weg. Dann ist dieses drin, drin weg. Du Malochen, guck mal, du Malochen, der Lars. Digga, wie heftig. Wie heftig hier. Okay, bewässern muss ich jetzt immer selber noch, lol. Wahnsinn. Katvia kommt seine Arbeit nicht nach. Gönnt sie ein Päuschen. Schwein. Okay, jetzt können wir es verbessern, glaube ich, und können noch mehr machen. Baue heiße Quelle, baue primitive Hochofen, baue Bärgarten. Noch einen. Okay. Okay. Bauen wir noch einen. Wohin? Einfach hier hin. Egal, oder? Passt ja. Da hilft sogar einer. Auch die helfen alle, weil sie ihre Arbeit unterbrechen. Hilft auch noch. Sehen tut der andere gleich. Der wird ja gleich kommen und da rumspritzen. Primitiver Hochofen, heiße Quelle. Uiuiui. Muss ich noch skillen? Jawohl. Mit ihm? Die gehen pennen. Ist Nacht oder was? Komm mal da. Ja, Windows ist gut. Entspann dich. Chill, chill. Palsaft? Ich weiß nicht, wie ich Palsaft mache. Macht sie einfach pennen. Okay, mitten am Tag schlafen. Gott. Palsaft. Hey, Saft. Yo, Saft. Aber erstmal will ich meinen Alpaka mal rausholen auf dem Reiten. Habe ich ganz vergessen. Wo ist denn Alpaka überhaupt?